Du möchtest entscheiden, nicht. Doch. Wir können ein bisschen weiterziehen. Dann können wir für mich Dinges finden und ein paar Typen umbringen. Ja, aber wo? Wo sollen wir denn für dich Heilung finden? Vor Kuta. Wie soll es da Heilung geben? Ja, wir snacken da ein paar Typen weg, die da sind. Obwohl, wenn du da ordentlich Essen hast, kannst du dich damit auch am Leben halten. Ja, ewig lange. Oder wir haben ein Schwein oder so auf dem Weg. Ja, gut. Glück gehabt, Arschloch. Und du musst überlegen, deine Festplatte ist bald voll. Ja, bald. Quatsch, die sind, das geht noch. Nee, ich glaub, so lange hält die nicht mehr. Halt drauf achten, wenn deine Fraps-Zahl aufgibt, ist vorbei. Ich möchte nicht einfach so abgehackt aufhören. Ja, wenn das einfach so aufhört, dann kann ich ja nichts gegen tun. Ja, schon klar, aber dann möchte ich danach nicht noch ewig weiterspielen, weißt du? Nicht, dass wir nur noch ewig durch die Gegend laufen und dann eventuell sterben oder so. Darauf. Ja, ich tue das nämlich nie. Ja, ich meistens auch nie. Aber eigentlich ruckelt das Spiel denn immer irgendwann. 8.970 habe ich ja nicht. Blut. Ach Gott, heul mir nicht gleich. Krieg schon hier wieder die Erleuchtung. Lecker matchen. Lecker match. Bist du lecker Matcher? Wenn jetzt einfach ein Leichenhaufen ist. Wie lange wir auch schon spielen, ne? Hat schon Potenzial für die längste Aufnahmesession. Geht. Das Schreckliche ist, wir nehmen das in Splitscreen auf und ich muss das schneiden. Und weißt du, wie lange das rendert? Boah. Übelst krass. Egal, da kommt was Geiles bei raus, das gefällt mir. Hier steht ein Schaf. Ist das ein Arschbomben? Ja. Ach, komm, du geiles. Obwohl, warte mal, lass mich mit der G17 drauf. Ja, ich dachte gerade so gedacht, so, ja. Na, mein Kleiner. Jetzt musst du ganz stark sein. Es ist gleich vorbei. Ich schieß dir erst in den Arsch. Gib mir dein Fleisch. Gib Deckung. Boah, wie das klingt, Alter. Oh ja. Du nimmst das Viech ja richtig durch. Okay, ja, deine Küste ist safe. Alter. Safer als der Papst in der Kirche. Was? Ja, das schaffe irgendwie nicht. Ah, Gieren. Gieren? Musst du ein Stück weggehen und wieder hingehen, dann geht das. Like always. Nee, geht nicht. Kannst du es gieren? Doch, du. Ah, jetzt. Warte. Sag ich doch, ey. Meine Güte. Nix kann der alte Mann alleine, ey. Nur Zeit, dass er stirbt. Damit du jung und frisch wiedergeboren werden kannst. Brauchst du vielleicht eine Smoke Grenade? Hab ich genug von. Nicht ein AC-130. Sweet! Bist du denn mal lecker Mädchen? Da. Gleich mal ein Feuer machen, wa? Ja, lass mal ein Stück von hier weg. So nah beim Staudamm ist das keine gute Idee. Not the very best idea, my friend. Don't shoot me, Untermensch. Untermensch, okay. Nazi. Na, was hat der da? Wo ist denn jetzt? Hinter dir, Mann. Was? Renn hier nicht wie so ein Wahnsinniger rum, ich sneak ein bisschen. Was denn? Ja, ich bin ja halt wieder mit der MG, ich muss mal ganz charaktertreu bleiben. Ja, nee, du kannst auch mal aus deiner Rolle fallen, wenn's geht. Kommen gleich wieder irgendwelche Wichs-Zombies und dann wichsen die uns voll. Alter, so eine fette MG zu haben ist schon geil, ey. Mach mal hier, oder? Mhm. Ah, mach mal hier. Ich muss jetzt mal was. Steht der Little Bird hier? Glaub nicht. Nee. Guck mal die Küste ab. Nee, alles fresh, alles safe. Da dich alten Sack am Leben halten, wa? Geh mal ein bisschen runter zum Wasser.
falsch mehr sehen. Kann ich mehr sehen. Mein Äuglein. Aber da hinten liegt ein Toter. Lol. Aber noch relativ frisch. Ha. Der saftet nämlich noch. Das ist nie ein gutes Zeichen. So. Feier ist aus. So weit bist Fleisch du schon. Fleisch gebraten. Ist direkt schnell geworden, du alter Koch. Muss jetzt mal hier mal was reindrücken. Mir fällt immer der Stöpsel aus dem Ohr, er ist voll pervers. Kleine Pisskinder zucken Daisy. Now listen. Listen. Brauchtest du noch was zu essen? Andere thousands of children are watching this video, was? Brauchst du noch was zu... Jetzt gerade nicht, nö. Okay, haben wir noch nicht viel gemacht. Dann kann ich das ja auch noch fressen. Noch bin ich ganz frisch. Also wirklich noch ganz frisch, haben noch keinen verloren, ein bisschen. Weißt du, was geil wäre, wenn wir beim Schrottplatz da hinten auf dem Berg nochmal können, wa? Oh ja. Kann ich auch nochmal einen schönen Blick werfen. Eigentlich möchte ich die Zombies hier wieder nicht mitnehmen. Spende für den Regen, was labern die da? Okay. Oh, die Bella. Es ist ein unüberwindbarer Zaun. Oh Gott, Kong ist dahinter. Ich hab ihn überwunden. Ich hab mich daran verwundet. Renn ruhig, renn! Verwundet hast du dich daran? Oh, ja. Blutest du wahrscheinlich gleich noch, ne? Mein Bein ist abgebrochen. Ach so, ich auch, ja. Ich habe eine Familie in Afrika, die mir Geld schickt. Oh Mann, ey. So sieht's aus. Okay. Na, praktisch, würde ich sagen. Da ist der Berg, zu dem wir alle wollen. Der Berg. Des Olymp. Was genau brauchen wir jetzt? Andrea Berg ist das. Was? Die brauchen wir bestimmt nicht. Brauchen jetzt Antibiotika und Essen. Ja, abgesehen davon und Essen, das könnten wir aber hier auch schon finden. Also können wir rein theoretisch auch versuchen, hier Essen zu finden. Da bräuchten wir nicht direkt in Vorkuta rein eigentlich. Okay, aber ich will erstmal auf den Berg gucken. Ja, wollen wir nicht. Ja, er ist auf dem Berg. Müssen wir wieder zurücklaufen. Weiß ich nicht. Weiß ich nicht. Wenn wir mal ein bisschen sneaky vorgehen, dann funktioniert das sogar. Meinst du, das schaffst du? Was? Rambo? Einfach mal nicht 20 Zombies anzulocken. Was sagst du? Das. Deine alten Ohren scheinen schon ganz schön verstopft zu sein. Ja, mit Schmieröl. Wieso mit Schmieröl? Weil du deine alte Waffe immer wieder schmieren musst, wa? Ja. Das nimmst du aus deinen Ohren, das Schmalz. Alter, ey, ich bin halt noch gar nicht gestorben. Doch. Oder? Ja, heute Morgen. Heute Morgen. Heute Morgen, ja, so lange spielen wir schon. Heute, als ich mich vor der Aufnahme umgebracht habe, weil ich. Da steht ein Ural in dem Ding drin, ne? Schon durch den Zaun gesehen. Hier gleich links. Pass auf. Hallo. Komm rein da. Ey. Alter, sind hier viele Zombies. Kann sogar sein, dass es unser Ural war? Nee, der müsste ja an uns vorbeigefahren sein eigentlich. Ey, der ist kaputt. Kaputt. Okay, du brauchst glaube ich gar nicht erst reinkommen, weil... Wir sind ein G17 als uns hier. Ja, nichts zu essen. Oh, ist oh Gott, nein, Zombies! Oh Gott! Tank Trap Kit ist da drin. Wo bist du jetzt? Hier. Lass mal da wieder raus, wo wir reingekommen sind. Ja, Wände.
Alter, wie die da ausrasten im Chat, ne? Alter, echt, ey. Meine Fresse, ey. Ich kann dem Dialog überhaupt nicht folgen. Alle schreiben in irgendwelchen verschiedenen Sprachen. Da führen glaube ich gerade drei Leute drei verschiedene Gespräche. Kamiha, Click, Clock. Alter. Die sind einfach alle vollkommen geisteskrank. Da stehe ich überhaupt nicht drauf. Oh, you will be reported. Was das hier für Sprachnazis sind, ey. Was steht da? Please Norwegian only. Oh, nee, ey. Ja. Weil sonst denken gleich alle wieder, hier sind irgendwie Hacker drauf, wenn die in solchen komischen kyrillischen Dinge schreiben. Das ist wirklich kyrillisch, ja. So richtig. Und dann lässt er wieder, holy crap, lässt hier wieder den Moderator raushängen. Alter. Kids, it's bedtime already. It was all fun games, but now let's focus on the killing part of the game and not the side chat. Oh, ja. Gott. Manchmal sind hier richtig saftige Kommentare dabei, die gefallen mir. Das sind alles kranke Schweine, die hier aufspielen. Gut, dass ich jetzt schon die ganze Zeit laufe und nur die Augen auf den Chat richte und überhaupt nicht sehe, was ich hier gerade tue. Ja. Das ist total eine gute Idee auf jeden Fall. Ein Ablenkungsmanöver. Ja, gleich kommen die Kugeln. Das war wie damals, wo ich in, wie hieß die scheiß Stadt noch? Fallujah? Ja. Wo ich da über dieses Feld gelaufen bin zum Airfield und irgendwer schreit mich an. Und ich wollte antworten und bleib stehen und werd erschossen. Das war richtig dumm, ey. Der dreckige Sniper. Ah, mit diesem Stein habe ich schlechte Erfahrungen gemacht. Ich bleib hier vorne. Aber da ist die Hose. Warum ist eigentlich immer überall tote Hose, wenn wir irgendwo hinkommen? Kannst du mir das mal erklären? Ich hab alle Angst. Guck mal in Bakuta rein. Dass hier irgendwelche Zombies gleich rumwichsen, ey. Da hab ich auch keinen Bock drauf. Ja, da sitzt du gut, ey. Da könnt ihr dich direkt voll wichsen. Ja, da steht ein blauer Van auf der Straße. Alter. Ja, sieht gar nicht so verkehrt aus eigentlich. Komm ey, Dreckszombie bleibt da. Oh, Köln, Tyrannosaurus wieder. Hab ich auch gehört. Wenn die Häuserdächer frei sind, ist schon mal alles ganz nice. Das müsste auch der Fall sein. Na, mein kleiner Freund, wer bist denn du? Bist du ja, Rambo. Ja, sicher. Da ist so ein Schweinchen. Mal ausnehmen? Es wird noch ein Feld. Das Ding wieder gegattet hast, ey. Das geht schneller, Alter. Das. Schneller als wie man denkt. Das mach ich wie auf Klo gehen, Junge, so ein Schwein häuten. Dauert bei dir doch auch ewig. Ah, stimmt. Da sitzt. 2-3 Stunden. Ah, stimmt, bis aus der alten Schüsse immer wieder rauskommt. Ah. Ist der wieder raus? Ah, ist wie so eine kleine Rosine, die so aufgeht. Klo? Kleine alte Rosine. Was? Kann ich nicht folgen und das ist irgendwie erschreckend. Also lass doch mal zu dem Van gucken. So. Na, das hat keine Räder. Boah. Da wolltest du jetzt mit dem alten Van hier rumfahren? Nee. Sag ich doch. Meine Rede da. Befriend or I kill you. Was? Er möchte, dass er ihn als Friend. I kill you. Oh Mann, ey. Good argument for friendship. Ah, nee, ey. Wo bist denn du? Hinter dir. So.
Eine Schlange bin ich. Ja, schlängel mal ein bisschen schneller. Ich bin die Klapperschlange. Alles, was du kannst, ist klappern, mehr und nicht. Mal einen Knochen oder was? Ja, so alter Knochensack, weißt du? Ne, vorne ist doch ein leichtes geiles Haus hier. Da können wir gleich rein und dann erstmal ein links bisschen. Links ist doch aber auch gleich der Supermarkt. Hier? Nö, das ist durch die Stadt. Nee, links. Da war nämlich auch die Schule. Ja, aber ich würde lieber in so ein großes Haus anstatt in den Supermarkt. Aber da findet man keine Antibiotika. Ja, im Supermarkt auch nicht. Sorry, my friend. Das ist die Realität hier. Hab ich eine süße Ausrüstung, ey. Jo, ein süßer Drops. Ist das hier das Haus? Welches? Ja. Bitte hier. Bitte. Komm mal nach oben. Nach oben? Oben. Disney ist oben. Nee. Liegt eine Anfield. Alter. Anfield. Next, next. Was liegt hier? Next. Nee. Nicht so ein, nicht so ein britisches Pack. Oh Gott, ja. Ich bin so blöd. Oh Gott, weiß das ich. Muss ich erstmal machen. Ich hab 5 1911 Magazine und kann die ja natürlich umwandeln in Revolver. Alter, du bist schon erstaunlich blöd, ey. Ich dachte, was kommt jetzt, aber das erschreckt mich ja schon fast. Alter, ich geh jetzt mal pinkeln. Schon wieder. Wer ist hier der alte Mann? Oh Mann, ey. Überall Ferngläser. So. Hier ist ein Alice-Paket. Ein Alice-Paket. Ganzes volles Paket Alice. Ja, und in den Expendables 3 spielt auch Mila Jovovich mit. Die ist so hässlich. Das ist eine Crowbar. Die ist genauso hässlich wie diese Latina-Kuh da, weißt du? Michelle Rodriguez. Ganz genau. Ich finde ich beide so hässlich. Geht gar nicht klar. Ey, eine Solarkern oder was? Nee, ich hab noch einen. Einmal oder zweimal? Zweimal. Nee, Toilettenpapier kannst du auch essen. Beans gefunden. Beans? Hat das Toilettenpapier eigentlich schon Sinn? Nee. Schon dass er irgendwann nochmal einen Sinn kriegt. Weil Tin Cans und so, die haben ja auch keinen Sinn. Ah, guck mal, hier liegt was. Liegt ein schönes Paket. Kammerklose. Ah, warte mal, die nehme ich mir dann aber, wa? Weißt du, Morphin? Ich leg dir da meins hin. Kann ich wenigstens wechseln, weißt du? Grünes Gebiet, grüne Kleidung. Ja, willst du das jetzt nicht anziehen? Hm? Ist hier ein grünes Gebiet? Ja. Hast du recht. Ja, zieh dich direkt vor diesen Zombies um. Mein Gott, ich war in einer anderen Dimension. Wie blutig deine Beine sind. Oh Gott, du bist bei mir im Wasser. Ich schwimme gerade im Boden. Hallo. Hallo. Oh. Wie blutig deine Beine sind. Ah, die sind total super. Meine Periode, ich konnte sie nicht zurückhalten, ey.
Die ist einfach völlig ausgerastet. Oh, der Rucksack passt da gut zu, ey. Muss man schon sagen. Ah. Sind wir da, wo ich am Anfang begonnen habe? Am Anfang habe ich da begonnen. Hier liegt noch ein Tschech. Ist wahrscheinlich sogar größer als mein Rucksack, oder? Ja. Ja. Ich bin irgendwie zu voll zum Wechseln. Dann haben wir aber Partner-Closing. Ey, so läuft das hier aber nicht. Läuft ich weiß gar nicht, wie viele meiner hat. Meiner hat 2 Reihen und dennoch 2. Meiner hat eigentlich 24. Ja, wie viele Reihen sind das? Wie viele sind denn eine Reihe? Siehst du doch, wenn du den Rucksack aufmachst. Ja, nee, das ist nur, wenn ich im Gear bin. Doch nicht. 10 sind, glaube ich, eine Reihe. Ich glaube, du hast nur 2 Plätze mehr als ich. Auch so. Glaube ich. Behaupte ich jetzt einfach mal. Ich hab bis zu voll zum Nachgucken, aber. Ne, das lohnt nicht. So, M1911. Nehme ich mit. Das ist ein Revolver. Hier ist noch ein Revolver. Der kann man aggressiver schießen. Neben dem Revolver, der ist viel besser, ey. Ich würde den Revolver immer vorziehen. Ich nicht. Aber da kannst du auf Entfernung schießen, weißt du? Boah, ich nicht. Ah, das ist ein Heatpack. Ja. Ich bin so ein heißer Bursche. Das brauche ich gar nicht. Hier ist ein Makarov-Magazin. Makarov! What the fuck? Okay. Abwehrstellung, wa? Hältst du die Tür, Maure? Das ist alles im Blick? Ja. Der war aber, glaube ich, direkt unter uns. Hat bestimmt keine Waffe, sonst hätte er bestimmt nicht Hey gerufen. Wirklich? Wie wir jetzt sitzen. So ein Todeskommando. Dieses dumme Gerüst, ey. Können wir folgen? Ja. Schön vorsichtig. Der war nämlich so laut. Ja, der war so nah. Du halt den anderen Weg im Auge. Trollen will, dann haut er ab. Wenn er uns trollen will, dann haut er ab, sag ich. Weil dann sind wir die ganze Zeit in der Ungewissheit, dass hier einer rumläuft. Also der ist auf jeden Fall nicht mehr hier. Ah, puh, was machen wir jetzt? Tim. Ja, hier sind überall Waffen, ne? Der kann das ruckzuck einfach an uns reinschalten und dann uns einen reinficken. Ja, dann raus hier schnell aus dem Haus. Komm. Ja, ich komm dir nach. Wo ist denn der alter Wichser? Okay. Ja, angespannt die Lage. Keiner sagt was. Alle schauen sich um. Was sag ich alle? Beide. Zombie hinter dir. Bräuchte es echt mal mehr Essen einfach. Mehr Essen ist immer gut. Ich habe noch gar kein Essen gerade gefunden. Nur trinken. Essen kann ich ja machen, das ist ja nicht das Problem. Kann ich ja machen. Du bist voll der harte Kerl, ne? Kochst du immer so für uns. Ziehst du so dein kleines Kochröckchen an, den Schütze. Dann geht's los.